Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt und ja, wir fahren jetzt gerade hoch zum Landhandel. Die Mitarbeiter sind alle fleißig und ich muss, glaube ich, bald mal tanken fahren. So. Ich habe auch nochmal 27.000, wenn ich da bin. Ehrlich sagen, hallo, hallo, hallo Fritze. Moment mal, ich denke auch mit dem Mischfutter muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir da vielleicht mit den Kühen unten mit dem Hofbauer, ja, und mit dem Ringele separat reden müssen. Ja, denke ich auch, das sollte man, dass wir denen vielleicht ein gutes Angebot machen, weil die viel Mischfutter selber herstellen. Und ich sag mal, wenn wir denen ein Angebot machen, dass sich das für sie eigentlich schon fast nicht mehr lohnt, Mischfutter selber herzustellen. Ja. Ja, weil die hauen ja ihre Silage und den ganzen Krempel da alles separat rein bei die Kühe. Ja, na klar, da müssen wir denen halt so ein Angebot machen, was sie nicht ablehnen können, oder? Genau, stimmt. Oh. Warte mal ganz kurz, was ist denn der Fritze, der schlecht hier rum? Hallo! Hallo! Ja, hör ich mal, wir haben, ich habe gleich mal eine Frage, bevor du hier loslegst. Ja. Bevor du losstotterst. Guck mal, du hast ja auch so ein Fass hier. Ja. Können wir uns das mal ausleihen? Wir würden gerne, wir müssten mal was testen. Weil du hast das andere Fass. Was man, wo man verschiedene Flüssigkeiten transportieren kann. Genau, ja. Und da geht es nur darum, ob das, hat, also man kann damit Gülle transportieren, aber ob da auch Gärreste gehen. Ach so, ich habe im Moment, bei mir ist da Pflanzenschutz drin. Ich habe leider keine andere Möglichkeit, die irgendwo reinzulagern. Und in der Spritze passen leider die 7000 Liter nicht rein ganz. Ja, okay. Dann sag einfach mal Bescheid, wenn du es vielleicht... wir können dir auch, also verkaufen auch Palettenware. Alles, also du kannst alles auch in Palettenform kaufen. Oh, das ist natürlich. Also wenn du Pflanzenschutz oder irgendwas, die ganzen Flüssigkeiten, wenn du was in Palettenform willst, können wir das auch liefern. Das ist gut zu wissen. Und es kommt aus eigener Produktion, gell? Nichts importiertes hier. Das ist noch besser. Klar. Die heimischen Produkte sind meistens besser, ne? Was möchtest du? Ich wollte dir das Weizen bringen. Ja, das ist super. Wie viel hast du denn mit? 27.000 Liter. Kommt da noch was? Nee, im Moment nicht. Die Felder werden gerade neu angesät. Braucht da halt ein bisschen noch was für die Schweine. Wie sieht's aus mit Schweinefutter? Ja, das wäre jetzt... Ich wollte eins nach dem anderen machen. Schweinefutter wollte ich auch jetzt eigentlich gleich mitnehmen. Ja. Wo hast du denn deinen Traktor? Hab ich hier um der Halle geparkt. Gut, alles klar. Wäre schön, wenn du uns das erstmal ins Lager schütten würdest. Kann ich wohl machen, wenn ihr mir sagt, wo euer Lager ist. Wahrscheinlich da links hier. Gleich. Das ist gleich hier hin. Das ist nicht so gesund, was du machst hier. Warum? Nur mal als kleiner Hinweis. Ja, ich weiß, ich habe nur nichts anderes. Weißt du, Alter Vater, Ari, oder? Da weißt du, wie lange die Achse hält von dem Fliegel. Oh, nicht nur die Achse. Oha. Fritzel? Eigentlich, wo bist du? Fritzel, wo bist du denn? Ah, hier. Eigentlich können wir dich gerade nicht vom Hof lassen mit dem Tuch. Weißt du warum? Ach, warum? Guck mal hier. Genau hier hinten ins Zugmaul rein. Ja. Siehst du den Riss hier hinten an der. Hier am Rahmen? Ach! Ja. Hau mich weg. Also eigentlich. Alter! Fritzel, also. Dass du damit hierher noch gekommen bist? Also, das kann man. Jetzt muss ich aber mal ganz groß. Das kann man nicht verantworten. Warte mal, dann muss ich ein Foto machen. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Warte mal, wo ist die Kamera? So. Leute. Warte mal, kannst du mal ganz kurz ein Stück zurück in Harry? Ja, natürlich. Ich muss fotografieren für unser außergewöhnliches Sachen-Album. Doch? Das glaubt dir keiner. Gib mir mal einen Abzug davon dann. Okay, perfekt, ja. So. Also, ganz ehrlich, erstmal den Tipp. Darf ich kurz was probieren? Ja. Gut, einen Moment. Aber jetzt nichts kaputt machen mit Absicht. Ja, ich mache mit Absicht was kaputt, genau. So sehen wir. Kaputter wie jetzt geht's nicht. Nee. Also das ist
Ja, der Harry kann dir mal erklären, warum das nicht so gut ist. Vor allen Dingen, der hängt hinten der Fliege, der ist voll beladen. Nee, gut, der ist nicht voll beladen, hast du Glück. Ja, aber da hängt halt, da drückt doch hinten komplett auf die Achse und die, oh Mann, ich krieg da echt Bauchweh. Der ist nicht gerade, der ist einfach nicht gerade dran am Traktor, das ist das Problem. Das funktioniert so nicht. Guck mal, siehst du jetzt, wie jetzt ein Fliege, wie der läuft? Ja, ja. Jetzt sind die beiden Achsen, jetzt ist die Gewichtsverteilung wirklich auf die beiden Achsen gewährleistet. Es ist ja so gleichmäßig, aber guck mal hier, Fritzl, das nächste, was ist hier hier vorne die Reifen. Also, Miguel, ich möchte Fritzl eigentlich so gar nicht vom Hof lassen. Das sind ja guck mal, das hier ist echt nicht es, mal. Es ist ein paar Stunden her, da wurden der Hänger von eurer Firma gewartet, da wurde mir nichts gesagt von wegen. Da wurde nur gesagt, alles ist alles okay, jetzt kommt ihr mir aber warte mal. Die Reifen sind nicht okay oder so. Aber so wie du beladen bist, Fritzl, und wenn das die ganze Zeit hier vorne auf die Achsen drückt. Da war das erste Mal. Ja. Aber Fritzl, wie gesagt, ich möchte das, also ist nicht böse gemeint, ne? Also weiß, Sicherheit geht alle an, ne? Also darum geht's nämlich nicht, das ist nämlich das Ding. Das. Ja. Puh. Also pass auf, ich meine, die Reifen. Warte kurz. Die Reifen, das sind. Ich meine, das ist Fliege, weißt du? Warte mal, was haben wir da drauf überhaupt? Hast du schon mal gewechselt irgendwann? Nee, ne? Ja, ich denke mal bei der Wartung, ne? Ja, Drelleburg. Nee, die sind nicht gewechselt. Aber ich sag mal so, die Reifen sind schon für hohe Strapazierung ausgelegt. Wenn du da jetzt einmal so gefahren bist, macht das nichts aus. Da habe ich jetzt keine Bauchschmerzen. Aber, Jürgen, ja, hallo? Hallo, Fritzl. Jürgen, jetzt gerade nicht. Ich rufe gleich zurück. Alles klar. Ja, und zwar folgendes, aber hier hinten mit dem Zugmauer, dass das gerissen ist, also du kannst nicht wieder vom Hof fahren, ne? Das wird nichts. Das wird nicht, das müssen wir echt machen. Ja, dann macht mir das fertig, aber lass das vorher eben abkippen hier. Ja, also wir würden dich aber wirklich bitten, nur noch einzeln zu fahren mit den Anhängern. Ja. Also kipp den ab hier, beide ab hinten, ins Lager rein und den Dings hier, den... Pass auf, lass ihn stehen, wir kippen den selber ab und reparieren das Zugmaul hin. Okay. Ja, aber ich sag euch gleich, das Zugmaul, so wie das ist, das müssen wir bestellen. Also der Anhänger muss schön bis morgen noch hier stehen. Ich lasse es aber über Express bestellen, da ist es morgen um 10, um 11 rum da. Also könntest du dann, sag ich mal, 13 Uhr wieder abholen, Fritzl. Ja. Aber schneller geht's echt nicht. Ja, welchen kann ich denn dann sonst jetzt davon mitnehmen? Weil bei mir steht gerade die Ernte an, also ich brauche einen Anhänger. Ach so. Na, pass auf, den Fliege kannst du ja auf jeden Fall mitnehmen. Komm mal mit. Halt, Drehschirm stört dich ja nicht, ne? Boah. Wollen mal der nächste Tisch, dann kannst du den noch mitnehmen hier. Schön Drehschirm. Das ist was Feines. Ist ungefähr auch, guck mal, ist dasselbe Modell in dem Sinne nur als Drehschirm. Ja. So, nett ist Vorsicht, bitte. So. Also den kannst du auch hinten dran koppeln, ja? Ich bin gerade am Überlegen, kann ich dann nicht beide direkt eben hier stehen lassen? Dann würde ich, wenn das für euch okay ist und so, nur den mitnehmen, dann würde ich direkt beide auch nochmal warten lassen. Die sind wieder schon wieder bei 20%. Ach so, ja, ne, das wäre zu empfehlen auf jeden Fall. Ja. Also ich würde dir sowieso empfehlen, mal drüber nachzudenken, wenn du in einer Doppelkombination fahren möchtest. Ja. Diesen Fliege zu veräußern oder einen dritten Anhänger zu kaufen, und zwar genau der dort steht. Welcher? Der hier. Was kostet der denn? Weil du fährst, ich zeig dir das einfach mal ganz kurz, der ist nicht so teuer und ich brauche nämlich wirklich noch einen Anhänger. Ja, weil du fährst einfach die Starrachse, hängst du dir ganz gemütlich vorne dran. So. Die andere hinten. So, und dann entleeren wir den erstmal und dann hängst du dir den anderen hinten dran und dann hast du eine wunderschöne Kombination, mit der er sich sauber fahren lässt. Das stimmt wohl. Also Leute gibt's, also das ist der Hammer. Die fahren hier auf dem Hof, also das ist der bedeutende Angst, ey. Alter Schwede, da kommen die angerollt auf einer Achse das gesamte Gewicht, ey. Da denkst du hinten die Reifen. Da wandst nur drauf, dass der Reifen um die Ohren fliegt. Das ist der Wahnsinn. Also hier ist was los. Ja, jetzt hab ich sowas habe ich noch nie gesehen, da will ich versuchen, es gleich nicht ins Lager, sondern in die Schweinefuttermischstation abzuladen hier. Nee. Schweinefutter. 28.000 Liter hast du schon. Oh, Getreide fehlt hier da.
Hättest du doch gleich hier reinkippen können. Was? Hättest du doch gleich... Ja, Harry, das können wir dort reinkippen. Ja, ich bin schon dabei. Genau. So, bei mir waren es jetzt, glaube ich, wie viel waren es insgesamt, Fritze? 27.000 Liter. 27.000 Liter, ne? 1.000 hatten wir ausgemacht. Ja. 61 Liter schenke ich euch. Vernünftig. So, okay, also den lassen wir auf jeden Fall da hier. Und dann kannst du hier wieder loslegen mit dem anderen. Ja, sag mal, was machst du mir denn da für ein Angebot für den anderen mit der Drehstempel da? Ja, würde ich dir mit fertig machen, sag ich dir Bescheid. Ja, mach das mal. Mach das mal. Okay. Ja. Dann lasse ich dir beide erstmal hier. Ja. Gut. Aber ich sag dir, der wird sowas um die. Irgendwas mit um die 24.000 wird er liegen. Ja, alles gut. Ja, machen wir so. Ja, gut, alles klar. Ich sag dir nochmal genau Bescheid. Ja, alles klar. Kann ich den anderen jetzt trotzdem mitnehmen oder? Den Fliege kannst du mitnehmen. Ja, alles klar. Achso, und den vorne kannst du auch mitnehmen, ja. Nee, die wollte ich ja beide bei euch wissen. Achso, ja, passt. Achso, Miguel? Ja. Warte ganz kurz. Bei dem. Dann nehmen wir aber. Also bei dem Anhänger jetzt, da lassen wir die Leihgebühr weg, oder? Achso, ja, klar. Ja, der ist zwei zur Erwartung, da will vielleicht einen kaufen. Genau. Da lassen wir das weg. Okay. Aber guck, da machen wir die Leute hier auf dem Hof fahren. Das ist der Hit, Alter. Ja, ne, das geht nicht. Ich hab gesehen, nicht richtig. Da hängt hinten die eine Achse in der Luft und guckt Richtung Himmel. Naja, das ist. Ach, ich kann. Echt noch mehr. Nee. So, Jürgen, Entschuldigung, sag, was gibt's? Was soll ich mit dem Strom machen? Sollen wir das überhaupt noch einfahren? Weil wir haben jetzt über 300.000 im Lager. Ja, verkaufen bei der BGA. Da gibt Geld. Okay. Okay. Bei mir ist während der Fahrt wohl die Achse, nicht die Achse, sondern das zum Ankuppeln gerissen. Oh lol. Wurde jetzt gerade festgestellt beim Landhandel. Wie es dann was wieder so ist, ne? Ich habe dafür ja leider keine Auge, aber du fährst drauf. Oh, gerissen! Und du denkst ja, was ist gerissen hier? ja, ich habe jetzt einen neuen Anhänger bestellt für 24.000. Ja. Was für einen? Den wir auch schon haben. Ich bringe ihn gerade mit Drehschemel und ja, den Akkuliner. Okay. Den haben wir ja einmal als fest und jetzt habe ich den mit als Drehschemel für zwei Kombinationen gekauft, weißt du? Mhm. Und dann bringen wir einen davon bringen wir dann nach Ole. Okay. Dann haben wir oben zwei große und er hat da unten dann einen kleinen, also was ist ein kleinen 21.000 Liter Fassungsvermögen. Ja. Das müsste, glaube ich, reichen. Erstmal. Auf jeden Fall gucken, dass die BGA nicht leer läuft. Ich habe jetzt einen Leihanhänger bekommen, damit wir wenigstens weiter ernten können. Ne? Meinst du Leihtraktor? Nee. Oder Anhänger? Anhänger. Ja, ich habe den Traktor vergessen, nachdem er mich so voll gelöst hat. Den Hänger am Feld 9 könnte jemand leeren und dann zu Feld 11 hinterbringen. Hast du noch einen Anhänger? Ach ja, ihr habt ja. Wo muss der Anhänger hin? Willst du ihn haben? Feld 9, der steht bei Feld 9 und müsste zu Feld 11 müsste den Hänger. Ja. Am hinteren Zipfel, weil dort fange ich an, weil das andere noch teilweise nicht fertig ist. Ja. Genau. Der ist einfach auf die Wiese.
Na bitte, Einnahme Ernte. Ja, ist jetzt nicht gerade die Menge, aber Kleinvieh macht auch Mist. Ja, klar, ja. Und das sind ja Massen, die wir hier noch haben. Das ist es. Ich kipp den Raps direkt bei den Schweinen rein, ne? Genau. Da ist ja oben ja ein Anhänger. So, ihr Schweinchen, jetzt bekommt ihr wieder Futter. Du müsstest da oben mit den einen Anhänger eigentlich auskommen, oder? Ja, das passt, Fritzl. Das passt. So, wo ist unsere Seemaschine? Irgendwo habe ich sie doch vorhin rumstehen sehen. Fritzl. Ja. Die steht bei Feld 3, wenn du die normale Seemaschine siehst. Ach genau, ja. Habe ich da vorne hingestellt. So, wo sind die, eigentlich die zwei Anhänger? Die sind zur Wartung bei Miguel und zur Reparatur. Ah, okay. Mach hier unten direkt Raps drauf, ne? Und auf die großen Felder mache ich Weizen. Habt ihr gehört? Jo. Eier können wir auch bald verkaufen fahren. Jürgen? Ja? Kannst dann schon mal den Düngerstreuer bereit machen? Oder vielleicht auch schon mal die unsere Pflanzenschutzspritze auffüllen? Alles klar. Und Feld 3 hier kann nachher gedüngt werden. Da bin ich gerade dran am anzusehen mit Raps. Ja, haben wir denn überhaupt noch Pflanzenschutz? Ja, habe ich gekauft. Ist in den Fass drin, was wir neu geholt haben. Alles klar. Aber das Ding können wir, glaube ich, bald auch wieder verkaufen. Aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!